Graufuchs wartet dort drinnen. Geht hinein. Der Graufuchs hat wenig Geduld. Ich habe euch erwartet. Setzt euch. Seid ihr zu einem letzten großen Diebeszug bereit? Das ist der entscheidende Zug. Dies ist der Diebeszug, über den noch viele Jahrzehnte geschrieben und gesprochen werden wird. Wir werden eine der Schriftrollen der Alten aus dem Kaiserpalast stehlen. Seid ihr für eine solche Herausforderung bereit? Es gibt keinen Abnehmer. Hier geht es um Ruhm, nicht Geld. Unsere Namen werden in den Sagen besungen werden. Ich habe auch ein persönliches Interesse an dieser Schriftrolle. Was eure Belohnung angeht, vertraut mir einfach. Wenn mein Plan Erfolg hat, erhaltet ihr einen Lohn, der weitaus mehr wert ist als nur Geld. Werdet ihr es tun? Prima. Es hat mich 11 Jahre gekostet, diesen Diebeszug zu planen. Dank Savillas Stein habe ich jetzt alle erforderlichen Informationen. Die Schriftrollen der Alten werden im Kaiserpalast hinter einer Tür aufbewahrt, die nicht gewaltsam geöffnet werden kann. Savillas Stein hat einen Weg um diese Tür herum enthüllt. Ihr müsst den alten Weg bereisen. Es war einst der Fluchtweg der Kaiser und ist vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Wenn ihr den Eingang freigeben möchtet, schleicht euch in den Palastkeller und aktiviert das Glas der Zeit, was auch immer das sein mag. Durch die kaiserlichen Abwässerkanäle. Hier ist der Schlüssel zum Tor für diesen Teil der Abwasserkanäle. Ich selbst griff Okato in die Tasche, um an ihn zu kommen. Dank meiner Studien von Savillas Stein habe ich viele Hinweise, aber keine Details. Ich weiß, welche Gegenstände ihr dort benötigen werdet, jedoch nicht, wie die Hindernisse dort beschaffen sind. Mit den Stiefeln von Jack Sprungferse könnt ihr zu einem sonst unerreichbaren Ort springen. Gleichzeitig schützen sie euch vor einem tiefen Sturz. Der Rettungspfeil ist die einzige Möglichkeit, die letzte Tür zu öffnen. Nehmt beides mit. Sobald ihr im eigentlichen Palast seid, müsst ihr das Lesezimmer besuchen. Dorthin werden die blinden Priester die Schriftrolle der Alten bringen. Ich habe dafür gesorgt, dass die eminente Celia Camoran eine bestimmte Schriftrolle der Alten lesen möchte. Fragt mich nicht, wie ich das bewerkstelligte. Sie wird jedoch verhindert sein. Ihr werdet ihren Platz einnehmen. Sprecht nicht mit den Priestern. Sie sind blind und werden nicht merken, dass ihr nicht Celia seid, es sei denn, ihr sprecht. Als Gildemeister erlasse ich euch bereits im Voraus den Blutpreis für alle, die ihr auf diesem Raubzug töten müsst. Allerdings kann ich nicht verhindern, dass die Wache einen Preis auf euch aussetzt. Ich habe es für euch in diesem Buch niedergeschrieben. Ich habe euch gewählt, da niemand besser ist als ihr. Viel Glück! Ihr solltet längst unterwegs sein. Viel Glück. Wie schön, euch zu sehen. Einen wunderschönen guten Tag. Wissen ist Macht. Schatten mögen euch verbergen. Anu? Alle Besucher des Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen, insbesondere dann, wenn der Rat tagt. Treten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Erdgeschoss oder im ersten Stock.
Bitte respektiert den Kaiserpalast und sprecht leise. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen. Alle. Denk daran.
gekommen, euch abzulösen. Meine Füße bringen mich um.
ist das?
Rohrhauer! Yeah!